Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Fragen zu den Nationalitäten genauer an und dann die Nationalitäten. Frage 1. Woher kommst du? Aus der Schweiz. Frage 2. Wo bist du? In der Schweiz. Frage 3. Wohin fährst du? In die Schweiz. Mit diesen Fragen kann man sich vorstellen. Beim Beispiel Italien sehen wir, dass sich alles ganz regelmäßig verhält. Italien, der Italiener, die Italienerin und Italienisch. Auch das Land Tschechien ist ganz regelmäßig. Die maskuline Form der Tscheche gehört der N-Deklination an und hat somit ein E am Ende im Nominativ, sonst immer ein EN. Die Tschechin ist ganz regelmäßig und tschechisch. Deutschland, der Deutsche, die Deutsche, Deutsch. Der Deutsche und die Deutsche gehören der Adjektivdeklination an. Wir haben also drei Möglichkeiten. Der Italiener, maskulin, keine besondere Deklinationsgruppe. Der Tscheche, N-Deklination und der Deutsche bzw. die Deutsche Adjektivdeklination. Wenn wir unser Land beschreiben wollen, können wir sagen: Das ist Japan. Ich lebe in Japan. Ich komme aus Japan. Ich fahre nach Japan. Diese Ausdrücke sind vor allem für Anfänger wichtig, das heißt für A1 oder A2 oder wenn man sich vorstellen möchte. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao!